Und Mrs. Schmaus, würden Sie bitte... Das gehört auch zu den Dingen, die ich nicht tue, die Tür öffnen. Augenblick, Augenblick, ich komme gleich. Ihr Wagen, Mrs. Andrews, gewaschen, abgeschmiert und Öl gewechselt. Danke. Lloyd, 14,50. Sie können noch einen Scheck geben. Scheck? Wie viele Jahre kriegt man wohl für die Fälschung einer Unterschrift? Darf ich auch bar zahlen? Ja, so etwas gibt es immer noch. Okay, ich hole meine Mutter, meine Mama, mein Portemonnaie. Oh, einen Augenblick Geduld, ich hole nur mein Geld, ja? Ich sehe nur mal nach, wer an der Tür ist. Tag, Mrs. Andrews. Pünktlich wie versprochen. Ja, ganz pünktlich. Was wollen Sie denn? Haben Sie die Teppiche vergessen? Es ist Freitag. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ganz vergessen. Ach, komm, Max. Ist es Ihnen gleich, wo wir anfangen? Ja, auch bei irgendeinem Teppich. Darf ich um die 14,50 bitten, Mrs. Ach, Andrews? Halten Sie bitte. Entschuldigung, die 14,50. Ich finde es nicht, Lloyd. Könnte einer von Ihnen die 14,50 auslegen? Habt ihr 14,50? Ah, Augenblick. Reicht gerade. Wo ist denn los? Ach, da sind Sie, da wir gerade bei dem Thema sind. Ich muss Ihnen noch etwas sagen, Mrs. Andrews. Das Kind hat keine Disziplin. Und wenn ein Kind keine Disziplin hat, ist das die Schuld von der Mutter und vom Vater. Nicht in allen Fällen, Mrs. Schmaus. Na, was habe ich gesagt? Ach, guten Tag, Mrs. Gilbert. Sie dürfen mich gerne Mary Kay nennen. Oh, gerne, Mary Kay. Ich brauche die Trockenhaube. Ja, natürlich, nehmen Sie meine. Nein, Ihre ist doch in zwei. Oh! Sie haben sich gestern meine geliehen. Ja, natürlich, halten Sie, Max. Sie muss hier irgendwo stecken. Hier ist sie anscheinend nicht. Ich erlebe das immer und immer wieder mit euch lahmen Liberalen. Was erleben das Sie? Das Kind wird eines Tages rauschgiftsüchtig werden. Oh, sind Sie davon überzeugt, Mrs. Schmaus? Mrs. Andrews, könnte ich... Ja, die 14,50. Ja. Die Trockenhaube. Könnte ich eine Zange haben, bitte? Eine Zange? Ja. Ah! Ach, geben Sie her. Nehmen Sie inzwischen Max. Suchen Sie Ihren Haartrockner, dann kann er sich inzwischen um Ihre Zange kümmern, ja? Einen Augenblick. Ja, wo finde ich hier einen Haartrockner? Hi, Mrs. Andrews. Hi. Sie haben sicher gedacht, wir sehen uns nie wieder. Nein, das habe ich nicht. Ich bringe Ihre frisch gereinigten Vorhänge. Wo kommen Sie hin? Oh, an eins von den Fenstern, das zufällig leer ist. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, wer mich zuerst in nicht mehr. Sie haben mich doch am Mittwoch nach Mittag gefragt, Mrs. Andrews, ob ich die halbe Flasche Gin gesehen hätte, die am Montag noch auf der Bar gestanden hat. Sie wollten mich doch nur darauf hinweisen, dass Sie die Vermutung hätten, ich würde Ihren Gin trinken. Ja, das vermuten wir. Aha, dann habe ich auch eine Vermutung. Augenblick. Mrs. Andrews, wir haben hier ein kleines Problem. Nehmen Sie eine Nummer und stellen Sie sich an. Sie werden es nicht zugeben. Aber wissen Sie, wer Ihren Gin trinkt? Annabelle. Das haben Sie gesagt, nicht ich. Verzeihen Sie, ich... Sie sind entschlossen. Das kommt mir sehr gelegen. Oh nein, Mrs. Schmaus, jetzt noch nicht. Erst wenn Daddys Hemden fertig sind. Die machen Sie selber. Nein, Mrs. Schmaus, Sie können doch nicht... 22,70. Ihr Mob stinkt. Sie müssen uns sagen... Ich darf ohne das Geld nicht liefern. Nein, dann den Haartrockner nicht. Kommen Sie bitte den Hund nehmen. Ich komme lieber ein andermal wieder. Den Haartrockner nicht wieder. Mrs. Andrews, erlaubt, dass wir den Finne etwas... Und wenn ich den Haartrockner jetzt nicht kriege, dann brennt alles.